Ich kann es nochmal sagen. Hallo YouTube, auch an euch. Ich bin gerade live am Stream. Ich mache gerade den letzten Sieglinde-Stream. Und ich werde weiter streamen. Na, keine Sorge, ich werde auch weiter Content machen. Aber viele Leute haben es ja gemerkt, ich habe weniger gestreamt. Ich werde auch in Zukunft weniger streamen, weil ich einfach wenig Zeit habe dafür. Aus privaten, beruflichen Gründen. Und mein Content hat sich auch ein bisschen geändert. Ja. Ich habe auch sehr viel Non-WoW gestreamt. Und viele Leute wissen es ja vielleicht nicht. Viele Leute wissen es. Ich bin ja schon seit ungefähr 8 Jahren auf YouTube, auf Twitch und arbeite seit 8 Jahren auch in der Branche. Ja, Social Media und Co. Und Sieglinde war ja so ein Projekt, was vor allem für Classic WoW war. Richtig? Also Classic WoW war ja das Sieglinde-Projekt von mir. Davor hieß ich anders. Und da ich jetzt irgendwie auch mein Content so umgestellt habe, auch sehr viel Indie-Game-Spiel und so, kann ich mich damit nicht mehr richtig identifizieren. Macht das Sinn? Auf jeden Fall wird es aus Sieglinde wahrscheinlich bald was Neues werden. Ich dachte gerade, das ist ein Spieler. Ich dachte gerade, hä? Ist das ein NPC? Also nicht wundern. Na, ich gehe wieder zu meinem alten Namen zurück. Für euch wird sich eigentlich nicht verändern. Also Stream tue ich immer noch weniger. Ich werde wahrscheinlich ja, vormittags immer ein bisschen streamen. Nicht wie damals. Ich habe ja damals... Was haben wir damals gestreamt? Ich kann mal gucken, was wir damals gestreamt haben. Das hier war meine Streamzeiten von damals. Mal gucken, ob ich die finde. Ich hatte vorher nämlich einen Screenshot davon gefunden. Das war es nicht. Ich such's mal raus, nebenbei. Also nicht wundern. Ja, also auf YouTube wird weiterhin... Ich habe ja 2 YouTube-Kanäle. Einer ist ja mit Roguelikes, einer ist ja mit so einem Mischmasch. Und ein Kanal ist ja für WoW. Na, da haue ich ja WoW-News und so weiter raus. Keinen richtigen Content, kann man so nicht nennen. Im Endeffekt reacte ich auf News. Den wird es auch weiter geben. Aber wahrscheinlich unter einem anderen Namen. Würde ich dann auffallen. Genauso wie auf Twitch. Ja. Wenn ihr ein Follower auf Twitch seid, dann werdet ihr mich trotzdem finden. Das Symbol ist das gleiche. Aber das hier wird es ja nicht mehr geben. Ja, das waren halt meine ursprünglichen Streamzeiten. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Wait. Moment. Das hier. Das waren meine ursprünglichen Streamzeiten. Und so 300 Stunden im Monat werde ich nicht mehr streamen. Ist das im Monat, ja? Das sind 30 Tage. Und ja, also ich wollte euch einfach nur sagen, ne, wahrscheinlich wird es weniger, right? Und es wird unter einem anderen Namen passieren. Und dann ist der Plan wahrscheinlich in Zukunft auch wieder mit Cam und so zu streamen. Weg von dem VTuber-Avatar. Ne. Einfach 9. Februar war Hardia. Da habe ich... Was war am 9. Februar? War das Phase 2 Release? Das war brutal. Das stimmt. Naja, auf jeden Fall gehe ich von diesem VTube-Ding weg. Ne. Aber ansonsten... Finde dich eh wieder alleine, schon wegen Discord, genau. Genau. Wie streamt man eigentlich? Mit OBS. Genau. 300 Stunden im Monat nicht in Ordnung, aber werden das dann auch mal so 48 Stunden streamen? Wahrscheinlich nicht, ne. Genau, ein neuer Twitch-Kanal kommt nicht. Ne. Das wird der gleiche Twitch-Kanal bleiben, der ist ja auch verpartnert und so weiter. Genau. OBS ist eine Software. Also, das ist ein Programm zum Streamen. Da gibt es OBS und Streamlabs OBS. Und... Meine Pläne für Hardcore-WoW, für Fresh-WoW, ich meine, das habe ich jetzt begründet, right? Keine Identifizierung mehr mit dem Namen. Notepad habe ich leider deinstalliert. Meine Pläne, ja, für Hardcore-WoW, für Fresh-WoW, ich werde starten auf dem Hardcore-WoW-Server. Da werde ich auf der Allianz-Seite spielen und wahrscheinlich einen Schurken. Ja, Allianz-Schurken werde ich spielen. Wenn der sterben sollte, werde ich den auf den PvE-Server dran sind. Also früher oder später bin ich auf dem PvE-Server drauf. Und den werde ich, wenn es so läuft, spielen bis in TPC rein, den Schurken. Das ist so der Plan. PvP-Server werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Das ist einfach nichts mehr für mich. Ne? Vor allem, wenn du begrenzte Zeit hast, ist ein PvP-Server einfach... Ne? Das ist... Überleg mal, ihr levelt, ihr habt, sag ich immer, 4 Stunden Zeit zu spielen. Ja, ich bin 4 Stunden im Stream. Und von den 4 Stunden werde ich 3 Stunden ganked. Right? Das macht aber keinen Sinn mehr. Deswegen PvP-Server werde ich wahrscheinlich nicht gehen, weil ihr müsst ihr überlegen, um den Char auf Max-Level zu bringen, braucht ihr ja 7-8 Tage Playtime. Ja. Mit meiner Spielzeit bin ich im Januar noch nicht Max-Level. Deswegen,
Ich werde schön Hardcore-WoW spielen, dann ein bisschen PvE-Server. SOD werde ich vielleicht auch Akumi angucken. Aber das sind so die Pläne für HC-Fresh. Ich mache das ganz entspannt. Ja, das, diese 300-Stunden-Streams pro Monat sind vorbei. Right. Ja, ansonsten haben wir das, glaube ich. Ne? Wenn ihr irgendwie Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wie, was, warum. Und ja. Damit würde ich sagen, Sieglinde, tschüss. Tschüss, Sieglinde. Out. Bin ich irgendwie lustig, weil ich war ja in der Gilde, die einfach tschüss hieß. War einfach so ein Omen. Wahrscheinlich. GG's. Tschüss, YouTube.